Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Moin, hier ist der Angelus. So, ich mache erstmal einen kleinen Rundgang durchs Schiff. Wir quatschen nochmal mit den Crewmitgliedern, ob sie neue Anliegen haben. Und dann kann ich die Loyalitätsmission von Jacob und Miranda annehmen und gucken wir mal, was sie dazu noch sagen. Ich habe eben hier nochmal die neuen Upgrades gelernt, die ich in der letzten Mission gefunden habe, mit Hautgewebe, besseres Hautgewebe und Biotikschaden. Das habt ihr gesehen, wie ich das gefunden habe. Jetzt reden wir kurz mal mit Morden. Vielleicht hat er was Neues. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode hier und danke an alle Unterstützer, die täglich hier dabei sind. Morden, hallo. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? So, das mit den Upgrades habe ich schon mal gequatscht. Oder hat er neue? Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Tut mir leid. Habe mein Möglichstes getan. Konzentriere mich nun auf Studium der Kollektoren-Tech. Okay, für den, die Updates habe ich schon gelernt. Also. So, die Narben bei Shepard sind jetzt schon so gut wie ganz weg. Sieht ja wieder frisch aus. Okay, ich will über Sie reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Nicht jetzt. Auch nicht jetzt. Weiß jetzt vermutlich, warum Kollektoren an Menschen interessiert sind. Ah. Moment. Nein, nur ein Herz. Kolganer haben zwei. Vergessen Sie es. Noch etwas? Okay. Nö. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay. Da ist nichts Neues. Aber Jacob hat ein Anliegen. Commander? Tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache. Wird aber meine Pflicht nicht beeinträchtigen. Das sagt er jetzt, wird meine Pflicht nicht beeinträchtigen. Ja, ja, ja. Was beschäftigt Sie denn? Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten... Familie. Nachricht von einem Geist, Familie. Was ist denn los? Ich höre. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback, das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles außer seine Leiche begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. So lange her schon, ja. Er will also seinen Vater finden. Wollen Sie ihn nicht finden? Ich hätte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zur Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Okay. Wie war denn die Beziehung zu Ihrem Vater? Kam sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. 10 Jahre hat er das verarbeitet, okay. Sehen wir uns mal das Log an. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. So, die Koordinaten gibt er jetzt an Joker weiter, ja. So, nach Ayer fliegen. Und 4 Punkte vorbildlich. So, sonst hat er nichts Neues, glaube ich. Sonst muss ich mit dem erstmal die Mission machen. Damit er dann danach weiter quatscht. Hey, Kelly? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, ungelesene Nachrichten. Verschlüsselte Transmission der Unbekannte. Wie ich sehe, haben Sie Okirs Kroganer aufgeweckt. Ja. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Der bezeichnet die einfach als Waffe. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, so dass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Ja, er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand hier, ja.
So, von Robin Reeve, Commander, ein hiesiger Allianzsoldat, hat mir diese Kontaktadresse gegeben. Hoffentlich erreichen Sie meine Nachricht. Okay, wer ist das denn? Sie sagten, Sie würden versuchen, diese Kollektoren aufzuhalten. Sie haben meinen Sohn und meinen Bruder mitgenommen. Haben Sie sie gefunden? Wissen Sie, wo sie sind? Ich weiß, Sie sind auf der Suche, aber so viele Menschen sind einfach verschwunden. Jede Familie hat, kann ich hier auch ein bisschen langsamer runterscrollen? Jede Familie hat, und dann kann ich ja nicht weiterlesen, weil das so mega, da, dankeschön. Jede Familie hat jemanden verloren, das Schlimme sind die Kinder, die leere Bänke in der Schule, Winterkleidung, die niemand trägt. Bitte, die Allianz unternimmt nichts, der Rat unternimmt nichts. Wenn Sie eine Chance sehen, dann bitte ich Sie, unternehmen Sie etwas und sagen Sie mir, was ich dazu tun soll. Ich kann Ihnen nichts sagen, weil ich auch nicht mehr weiß, wo die hingebracht wurden. Keine Ahnung. Ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was Sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Ashley Williams dort war. Wie ist es gelaufen? Es lief gut. Sie ist ja nicht mitgekommen. Dazu gibt's nicht viel zu sagen. Was vorbei ist, ist vorbei. Ich verstehe. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Irgendwas Neues über die Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Agentin Lawson würde gerne in ihrer Station auf dem Crewdeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Nö. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Okay. Also. Ich gehe mal kurz bei Grunt und Jack trotzdem nochmal vorbei. Da sind wir wieder. So, erstmal zum großen Bruder. Grunt, wie läuft bei dir? Willst du hier keinen Fernseher reinstellen oder so? Irgendwas, um dich zu beschäftigen? Du stehst hier immer so rum. Shepard. So, Kollektoren, Missionen, Upgrades habe ich auch schon mit denen gesprochen. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Okay. Sonst haben sie keine Reaktion? Irgendetwas muss sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als sie. Ich sehe Leid. Die Toten und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okir mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Dass Grunt hier bei Shepard gelandet ist, was Besseres konnte ihnen gar nicht passieren, auch für seine Entwicklung. Also, da kann er schon einiges mitnehmen. Sie wurden trotzdem stark. Sie haben also klein angefangen. Aber daraus sind sie geworden, wie sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer. Ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Okay. Er will also einen Grund finden. Warum er überhaupt existiert und ob er das Zeug zu einem richtigen Kroganer hat. Das ist seine Aufgabe. Oder sein Bedürfnis. So, Jack, bist du hier unten immer noch am Lesen? Oder hast du Bock zu quatschen? Oder irgendwas anderes zu machen? Hey. Hey. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich bin neugierig. Ich will mein Team kennen. Wenn wir Seite an Seite kämpfen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. Wie Sie meinen. Ich bin es nicht gewohnt, in einem Team zu sein. Ist mir zu gefühlsduselig. Irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist? Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft.
Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Klar interessiert mich das, sonst würde ich ja nicht fragen. Was ist mit deiner Tinte? Und wenn ich es ehrlich meine, was dann? Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald Sie rauskriegen, dass Sie nicht die Erste sind und ich gegen Ihre Hilfe immun bin. Okay. Fragen wir mal, wozu denn die Tätowierungen? Okay, gekauft. Was hat es mit den Tätowierungen auf sich? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen sie nichts an. Die gehen niemanden was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Hey, warum eigentlich nicht? Ja, hab Bock, hab da noch eine freie Stelle. Da kann ich nochmal irgendwie ein Zeichen drauf machen, ne? Okay. Haben Sie keine engen Beziehungen? Sie arbeiten ziemlich hart daran, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Ja. Sie sagten einsam. Sie scheinen es mehr zu vermissen, als Sie zugeben wollen. Sie können mir die Worte im Mund rumdrehen, wie Sie wollen. Deswegen funktioniert die Galaxie trotzdem nicht anders. Sie sind doch auch ganz schön rumgekommen. Ja, ja klar. Sie müssen doch trotzdem noch irgendwo Freunde haben, vielleicht? Sie sind hart, doch Sie können so viele Jahre nicht allein überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Okay. Wollten die sie sicher töten? Klingt nach egoistischen Arschlöchern, aber das heißt nicht, dass sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten sie nicht vergessen. Nee, das vergesse ich schon nicht. Reden wir später nochmal. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment, jetzt hab ich mal eine Frage. Okay. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Worum geht's hier, Shepard? Sie faszinieren mich. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Wie auch immer. Letztlich geht's nur darum, wie viel Sie verkraften. So ist es immer. Später, Shepard. Ja, später. Ich komme wieder. Ich weiß, wo du wohnst. Okay. Sie hat sich emotional halt abgeschottet, weil viele Leute hat sie einfach nur getroffen, die sie ausnutzen wollten, wegen ihren Fähigkeiten und sonst irgendwas. Sie konnte nie wirklich emotionale Bindung zu irgendjemandem aufbauen, weil sie immer ausgenutzt wurde. Dass sie jetzt, sich nach außen so kalt zeigt, ist einfach eigentlich verständlich. Ich meine, wie sie aufgewachsen ist allein schon, ne? Go. Gehen wir mal zu Miranda. Die hat Wichtiges zu erzählen. Auf dem schönen Crewdeck. Es geht um die verlorene Tochter. So heißt die Quest für Miranda. Schauen wir mal. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Natürlich. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Ich habe eine Schwester, wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Zwillinge sind es? Auf Ilium! Guck mal, das ist so praktisch. Wenn wir also nach Ilium fliegen, können wir drei Sachen abhaken. Wir können Samara rekrutieren, wir können Thane, den Auftragsmörder, rekrutieren und wir können uns um ihre Schwester kümmern. Okay. Jetzt nicht mehr. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist.
Tja, sie möchte nicht, dass ihr Vater das Gleiche mit ihrer Schwester anstellt, was er mit ihr angestellt hat, nämlich diese ganzen körperlichen, synthetischen Veränderungen. Ihre Schwester ist noch ganz normal menschlich, die Zwillingsschwester, und da möchte sie natürlich helfen, Mirandas Schwester. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch, aber sie verdient ein normales Leben und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Ich kann Ihnen dabei helfen. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay, mit Lanteia reden, das werden wir auf jeden Fall machen, wenn wir auf Ilium sind. Das passt ja gut in den Plan rein. Können wir auf Ilium schön waren viele Sie nicht Sachen. Ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja. Ah? Wäre ich nicht Horizon? Zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Ah, so wow. Glück gehabt. Da sind Sie praktisch einer Kugel ausgewichen. Ja, ich würde das sicher nicht verkraften. Die jagen mir wirklich große Angst ein. Die Kollektoren? Tja. So, kurz nochmal, wenn wir schon mal hier sind, bei Garrus Hallo sagen. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Okay, wir reden dann später, halt Garrus. Ich Garrus bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ist immer noch zufrieden mit seiner jetzigen Situation. Immer noch nichts Neues. Okay. Da müssen wir aber bei Garrus einfach warten, bis wir die Nachricht bekommen, dass er mit uns reden möchte. So, guck ich mal aufs Tagebuch, ob sich da der Ablauf der Quest geändert hat. Nach Air fliegen und hier nach Ilium. Da haben wir nichts drin. Nö, hat sich nicht geändert, ne? Hier, Citadel ist immer noch hier der nächste Punkt. Da werde ich jetzt hinfliegen. Einfach die Reihenfolge, die mag ich ganz gerne. Also, hoch zur Kampfinformationszentrum. Eine Zwillingsschwester. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ich weiß, die habe ich schon gelesen. Stell euch mal zwei so wie Miranda durch, vor. Nur, dass die eine halt nicht genetisch zum Arschloch gemacht wurde. Okay, das ist Horizon. Da haue ich jetzt ab. Wir müssen hier das Ding ganz verlassen. Haben wir hier ein Massenportal? Da ist... Wir haben hier ein Massenportal. Ich wollte schon woanders hinfliegen. Whoop. So, Jacob helfen, Omega, Tali rekrutieren. Das kommt alles noch. Halbmondnebel haben wir da. Guck mal, Ilium, da ist die richtige dicke Liste jetzt. Justikarin rekrutieren, Attentäter und Miranda helfen, Citadel, Said helfen. Wir fliegen erstmal hier. Citadel, die Erde ist übrigens wieder hier unten. Lokaler Cluster 100%, das ist die Erde. Serpentnebel, wo sich mal wieder die Citadel befindet, wie immer. Die wandert halt nicht, die ist immer stationsgetreu hier, wo sie immer ist. Gut, Umlaufbahn anfliegen. Die Witwe. Da ist die Station. Vermutlich von den längst ausgestorbenen Proteanern erbaut, dient diese gewaltige Raumstation als Hauptstadt des Zitadellrats. Lustig, dass jetzt hier immer noch dran steht, vermutlich von den Proteanern erbaut, wo wir ja im ersten Teil schon erfahren haben, dass das Ding nicht von den Proteanern gebaut wurde, sondern die Reaper das auch vorher schon dahingestellt haben. So, wir landen. Wie viel besser das einfach schon mal aussieht wieder hier, ne? Der Landeanflug auf die Citadel, ey. Hat ja auch einer beim ersten Teil gefragt, warum die Citadel so am Leuchten ist. Ja, das sind die Städte, die drauf sind. Da sind große Städte drauf, wo Millionen Bewohner drauf leben. Und ja, dann man sieht halt die beleuchteten Straßen, die ganzen Häuser, Hochhäuser, Wolkenkratzer, die da draufstehen. Das ist halt alles beleuchtet. Und deswegen leuchten diese Arme im Inneren, das sind ja halt die Städte, die man da am Leuchten sieht. Das ist so, als würdest du über New York fliegen, dann siehst du auch die Lampen von der Stadt. So ist das hier auch bei der Citadel. Wem nehme ich denn bei der Citadel jetzt mit? Mit einem reinrassigen Kroganer über die Station laufen könnte ein Problem sein.
mit einer nackten Tätowierung bestimmt witzig. Ich will Jack dabei haben, komm. Jack und Garrus. Dann ist er mal wieder zu Hause bei C-Sicherheit, komm. Okay, Punkte habe ich hier neu verteilt bei Shepard. Ich skill jetzt nur noch Warp auf Maximum, Singularität auf Maximum und Schmettern auf Maximum. Und der Rest mache ich dann danach, wie ich noch was übrig habe. So, weil massive Schockwelle habe ich ja hier. Dann machen wir hier noch das Zero-Dingens da fertig. Betäubungsschuss. Überlastung hat er ja schon. Komm, wir machen hier Betäubungsschuss fertig. Dann gucken wir mal, was wir da ändern können. Ein massiver Schlag, der Feinde mit knochenbrecherischer Gewalt zurückwirft. Okay. Oder leistungsstarke Sprengladungen geben ihrem Schuss einen Einschlagradius, sodass damit mehrere Feinde zurückgeworfen werden können. Nö, gegen einen. Harten Schuss gegen einen, warum nicht? Okay. So, zurück zur Citadel. Wir haben schon ein Taxi. Zwei Jahre war Shepard nicht hier auf der Station. So sieht es jetzt im zweiten Teil aus. Ein wenig anders. Die Keeper sind hier immer noch, ne? Dass man sie immer noch arbeiten lässt. Das ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schwer es ist. Alle 5 Sekunden beschleunigt das Hauptgeschütz eines Schlachtschiffs der Everest-Klasse auf 1 bis 1,3% der Lichtgeschwindigkeit. Toll. Es trifft mit der Gewalt einer 38 Kilotonnenbombe auf. Das ist dreimal so viel, wie auf Hiroshima abgeworfen wurde. Damals auf der Erde. Das bedeutet, Sir Isaac Newton ist der tödlichste Bastard im ganzen Weltraum. Also, Soldat Burnside, wie lautet Newtons erstes Gesetz? Sir, ein Objekt in Bewegung bleibt auch in Bewegung, Sir. Für Teilantworten gibt's kein Lob, Sie Made. Sir, außer eine andere Kraft wirkt darauf ein, Sir. Geht doch! Ich nehme mal an, selbst ungebildete Esel wie Sie wissen, dass der Weltraum ziemlich leer ist. Sobald Sie diesen Metallhaufen abschießen, fliegt er so lange weiter, bis er irgendwas trifft. Das kann ein Schiff sein oder der Planet hinter dem Schiff. Oder er fliegt weiter in die Tiefen des Weltraums oder schlägt in 10.000 Jahren jemand anders. Wenn Sie hier abdrücken, versauen Sie garantiert jemanden den Tag. Irgendwo und irgendwann. Deshalb überprüfen Sie wieder und wieder Ihre Ziele. Deshalb warten Sie, bis der Computer Ihnen eine verdammte Feuerleitlösung berechnet hat. Und deshalb, Soldat Chung, geht da nichts mit Augenmaß. Das ist eine Massenzerstörungswaffe. Die feuert man nicht wie ein Cowboy aus der Hüfte ab. Sir! Jawohl, Sir! Coole Geschichte. Okay. Gunny Chief. Das Rekruten ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Nicht nochmal. Halt die Fresse. Das kenne ich schon. Wir wollten aber noch ein bisschen zuhören. Es tut mir leid, Sir, aber Sie müssen sämtliche Bioverstärker ablegen. Was? Bioverstärker? Leider kann Biotik als Waffe eingesetzt werden, Sir. Die Regeln verlangen, dass ich alle Verstärker konfisziere. Würden Sie mir Ihre jetzt bitte aushändigen? Ich kann hier sogar mit Garrus reden, weil ich ihn mitgenommen habe. Ich hatte gedacht, es wäre vielleicht nett, zurückzukehren und zu sehen, was sich alles verändert hat. Aber es ist genau wie früher. Schmutzige Straßen, skrupellose Aasgeier, Gefängnisse mit Drehtüren. Hier für Sicherheit zu sorgen, ist ein Scheißjob. Genau deshalb bin ich auch gegangen. Tja, aber jetzt bist du wieder da. Galaktische Nachrichten? Die Destiny Ascension hat ihre Siegestour durch 20 Kolonien abgeschlossen. Ratsmitglieder an Bord danken den Soldaten der Menschenallianz für ihre Leistungen beim Zurückschlagen von Sarens Invasion vor 2 Jahren. Ich habe mitgeholfen vor 2 Jahren, ja. Das Schiff, was wir gerettet haben. Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Die Sicherheit ist echt streng. Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Man sollte meinen, ein Geth würde auffallen. Annahmen sind gefährlich. Wachsam sein, sicher sein. Ihr solltet die Keeper mehr im Blick behalten, nicht, dass die wieder durchdrehen und irgendwie was umprogrammieren für die Reaper, ne? Auf Wiedersehen. Danke für Ihre Zeit. Der Nächste. Ich gehe einfach mal rein. Ich bin Spectre. Hier haben wir den Knast, glaube ich, oder? Sicherheitszentrale.
Hallo? Ach, ich werde gescannt. Ja, ich habe Waffen. Sieht aus, als hätten sie die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Ausschalten. Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Ausschalten? Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Ma'am. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Falsche Werte. Ja, ich war tot, aber ich bin jetzt wieder da. Ja? War nur ein kurzer Tod, also wie so ein Kurzurlaub halt. Technisch war ich das. Vor einigen Jahren war ich mal als im Einsatz vermisst gemeldet. Würden Sie sich bitte bei meinem Captain melden? Er kann Sie in unserem System wieder aktivieren. Er ist direkt hinter den Scannern auf der rechten Seite. Dankeschön. Hinter den Scannern auf der rechten Seite. Also gehe ich Sie nach links. Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie nur fragen. Verhörzimmer, Zutritt verweigert. Das war, glaube ich, sogar so gerade noch ein Fall, den man, glaube ich, lösen konnte. Wenn Ihnen das auf den Magen schlägt oder Sie Angst davor haben, gemeldet zu werden, kann ich mich darum kümmern. Nein, Ma'am. Ich werde schon damit fertig. Was hat er gesagt? Nein, Ma'am? Nein, Ma'am. Bailey, hallo, Ma'am. Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Sie können mich mal identifizieren. Befürchten Sie nicht, dass ich eine Schwindlerin bin und meine Identität nur vortäusche? Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Kriegen Sie das also hin? Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Aber wie ich sehe, sind Sie eine vielbeschäftigte Frau. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Ist das denn legal? Könnte nicht einer von uns oder sogar beide dafür ziemlichen Ärger bekommen? Die DNS-Scanner in dem Tunnel lassen sich nicht täuschen. Sie sind Sie. Warum in langen Schlangen warten und Unmengen nutzlosen Papierkram ausfüllen, um zum selben Ergebnis zu gelangen? Der Rat macht alles strikt nach Vorschrift. Es hat Jahrtausende gedauert, um das alles niederzuschreiben. Manchmal muss man einfach auch mal was ohne Ratsbeschluss erledigen. Finde ich auch. Nachher muss ich noch irgendwie Passierschein A38 und so einen Scheiß holen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, nee. So, es ist wohl unkonventionell. Mit Formalitäten haben Sie es nicht so, was? Doch, absolut. Solange Sie niemanden davon abhalten, seine Arbeit zu machen. So, ich habe Ihnen soeben etwa 9 Tage Rennerei erspart. In Anbetracht dessen sollten Sie nun im Präsidium bekannt geben, dass Sie noch am Leben sind. Jupp. Der Rat will vermutlich mit der Person reden, die Ihre Ärsche gerettet hat. 9 Tage Rennerei. Einfach mal gespart. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ist der Turm immer noch da, wo er vorher auf war? Wie kommt man am leichtesten von hier unten ins Präsidium? Durch den Sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen Shuttle. Okay, so ist mein Plan. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen des Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit. Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst, kriegst du es auch. Wie auch immer. Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Warum sind Sie zu C-Sicherheit gegangen? Wie sind Sie dazu gekommen, auf der Citadel zu arbeiten? Ich war früher mal bei der Allianz, aber die ständige Reiserei hat mich fast umgebracht. Das ist ein beschissenes Leben, wenn man versucht, parallel dazu eine Familie zu haben und dann seine Kinder nur einmal alle 6 Monate sieht. Ich bin zu C-Sicherheit gegangen, um ortsfest bleiben zu können, um Wurzeln zu schlagen. Und zufrieden mit dem Job? Gefällt Ihnen das Leben hier auf der Citadel? Das Leben hier ist gut. So ganz anders als auf der Erde. Am meisten vermisse ich das Essen. Hier auf der Station kriegt man einfach keinen Rotlachs. Kein Rotlachs? Dann wäre das auch kein Ort für mich, ey. Ich meine, die einen, weißt du, im Süden essen sie hier Fischstäbchen und in Hamburg isst man Lachs. Ist ja normal. Also, Sie vermissen also die Erde? Waren Sie irgendwann mal wieder dort? Auf der Erde? Alle paar Jahre mal. Aber es wird immer weniger. Aber wenn meine Dienstzeit bei C-Sicherheit vorbei ist, werde ich mich an einem hübschen Fleckchen in einem Vorgebirge zur Ruhe setzen. Wobei es bis dahin noch eine Weile hin ist. Okay, bis dann. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Bescheid! Ich brauche immer was.
Ah, guck mal, Avina ist auch wieder da. Mit der quatsche ich jetzt aber nicht. Kann ich auch gar nicht. Doch, kann ich. Könnte ich, aber kein Lust. So, wir gucken auf die Karte. Das ist die Citadel. Aber keine weitere andere Ebene. So, Rapid Transit ist unten, da komme ich her. Darkstar Lounge ist wieder ein Club. Citadel Souvenirs, da muss ich hin. Souvenirs holen, einkaufen. Das ist gleich da rechts von mir. Da kann ich dann wieder Modelle und sowas kaufen für das Schiff. Man sieht das Dollarzeichen, dann weiß man immer, da sind Händler. Rodam Expeditionen, Com-Terminal sind egal. Rapid Transit gibt es echt viele. Lagerhaus. Okay. Saronis Applications, Com-Terminal. Ein Café haben wir da auch noch. Und da ist das. Okay, ich werde hier auf jeden Fall kurz den Rundgang machen, weil ich auch die ganzen Händler und so durchgucken möchte. Gut, wir machen in der nächsten Folge weiter, Leute. Dann erforschen wir die Citadel jetzt hier das erste Mal in Mass Effect 2. Gucken wir, was sich alles geändert hat im Gegensatz zum ersten Teil. Ich hoffe, euch hat es heute ein bisschen gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß hattet beim Zusehen. Und dann bis morgen zur nächsten Folge hier mit Mass Effect 2. Danke und bis morgen. Ciao.